Super Saiyan Rakete! Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Minishke. Ich war mal schon so frei, Rakete wieder zu vergrößern. Ja. Genau, wir wollen ins Schloss, aber wir finden keinen Weg. Richtig. Deswegen gehen wir erstmal zum Wasserfall. Richtig. Ist doch ganz logisch. Denn vielleicht finden wir von da aus einen Weg, der ins Schloss führt. Oder es passiert wieder irgendwas. Das Schloss explodiert oder genau, so. Genau, ja. Genau das. Der Dämonenkönig fällt vom Himmel. Dinge, die passieren. Vielleicht kriegen wir auch einfach einen anderen Zugang zum Schloss dadurch. Über einen Wasserweg. Außerdem können wir mal ein paar mehr Herzteile sammeln. Genau, Herzteile kann man immer gebrauchen. Oh Gott. Ja, ganz genau. Jetzt kommen... Juhu, zwei Herzteile wieder noch. Noch zwei. Alter, jetzt kommen die hier mit den Seepumpen. Ollos auf Tauchstation! Gefechtsstation, Männer. Oh, shit. Okay, dafür brauchen wir immer noch dieses gelbe Fragment, das wir nicht haben. Gar nicht mehr. Das wir nicht haben. Ach, das ist ganz komisch, jo, so sah das aus. Ja. Tor zur Quelle, was für eine Quelle. Aber man kann da vielleicht über unter diese geschummelten Brücke lang tauchen oder auch kann man nicht. In der Wasserfall sind immer Geheimnisse. Ja, aber wir müssen da von unten ran. Von weißt unten? Was ich meine? Mach mal kurz Karte auf. Ach, da ist auch zu. Okay, ja, warte, ich gehe an Land. Hau kurz ab, weil mich die Dinger hier voll aufregen. Ja. geh einfach nach unten. Einfach nach unten, okay. Genau, zur Long Long Farm. Und dann von der Long Long, Long Farm. Ein Glücksfragment für mein Count. Was? Was? Alter Weber, ist das dein Ernst? Hackerman. Er fällt auf den... Das kann nicht wahr sein, Mann. So, und da geht's nach oben. Ah, okay, dann wollte ich kurz den Windstab... Oh, das war richtig. Den Wechselstab heißt den das. Den Wechselstab. Nee, Wirbelstab. Daneben. Treffer. Da können wir auch noch. Oh, das hast du schon geholt. Das habe ich schon geholt. Das ist schon gelootet. Aber wir können da rechts so ein bisschen. Die Mamba-Piloten. Und wieder ein Herzteil holen. Das wieder ein Herzteil, geil. Rechts rumgammelt. Nee. Tauchstation, aber das da. Haben wir schon. Da geht's weiter. Boah, oh, shit, das war eine Falle. Ja, das hat. Ja, oh, der zieht dir immer genau die Rubine ab, die du dir wertest. Verrückt. Oh. Okay. Okay. Egal. Das sammle ich mal gerade nicht ein, ne? Das ist irgendwie nicht notwendig. Ja. Vor allem so viele Muscheln, die du jetzt auf einmal findest. Ja. Was ist denn los, ey? Ich habe heimlich den ganzen Tyrop leer getrunken. Ja, ja. Oh, weg. Hau ab. Er schießt dich! Kannst du ihn mit dem Bumerang abwerfen? Oh, okay, ja, ich glaube. Ich glaube, da muss man was machen hier. Wir brauchen auch nur noch ein Item, ne? Jetzt kannst du ihn schlagen. Tatsächlich. Ja, voll krass, oder? Echt? Schon noch ein Item? Ja, guck mal. Und zwei Taschen. Und hier, die Dinge. Ach nee, das haben wir auch schon fast alles. Ja. Alter, ich steil aufs Ende zu. Ach du Scheiße, Leute. Seid ihr bereit, dass schon wieder vorbei ist? Fuck. Ach, oh, gut. 150 mysteriöse Muscheln. Aber wir haben kein Maximum an Muscheln, oder? Nicht? Oh, nein. Alter, 400. Irgendwann stellen wir. Vor allem sammeln wir die so casual nebenbei. Ja. Irgendwann stellen wir uns mal eine Folge lang hin und sammeln. Und machen nur das Muschelding. Ja, genau. Okay, das hat uns jetzt aber auch nichts gebracht. Ich will mal nach unten. Okay. Ach, hier kann man. Ah, oh. Okay, oh, das macht auch nichts. Schade. Hä? Wo müssen wir denn dann jetzt nicht. Wie kommen wir ins Schloss, verdammt Naht? Verdammt, der Naht nochmal. Also, das war schon mal eine Sackgasse. Dann gehen wir nochmal zum Schloss. Jo, alles klar. Vielleicht müssen wir erst irgendwas in der Stadt machen. Ja, dann gehen wir. Geh erstmal in die Stadt und wir gucken erstmal. Du drückst immer den falschen Knopf. Das war Absicht. Ja, natürlich, das will ich dann auch immer sagen. Das war die dramatische Pause. Aha. Guck mal, die Schule ist offen. Die Schule? Ja. Das ist die Schule raiden. Wow. Okay, die will keine Fragmente benutzen. Oh, hallo Rakete, schön dich zu sehen. Danke für deinen Besuch. Gern geschehen. Bitte sehr. Was ist los? Nee. Das ist eine Statue von diesem Typen. Oha. Mittagspause. Mampf. Ich muss schnell essen, bevor die Pause vorbei ist. Mampf. Hey,
essen immer so spät. Warum nur? Mumpf. Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Oha. Warum sehen die alle so aus? Weiß nicht. Wir haben Mittagspause. Viel spielen, viel lernen. Das klingt fair. Okay, dann kannst du auf jeden Fall erstmal zum Minish werden. Ja, aber ich gehe gleich nochmal auf den Pausenhof. Ja. Aber das kann man ja schon mal umdrehen, das Gerät. Ja. Und dann erstmal. Man muss sie jeden Tag gießen. Voll anstrengend. Ich pflege das Blumenbeet. Wenn ich renne, wird mir immer schlecht. Jetzt kommen wir hier auf dem Schulhof Fragmente zu fahren. Juhu, juhu. Aber es möchte keiner. Oh. Ja, dann. Dann minischen wir uns mal. Dann minische dich mal, genau. Dann kannst du erstmal ganz viel Stuff holen. Gehen wir erstmal hier raus. Yes. Oh, okay, da dürfen wir nicht lang. Das ist nicht der Weg da oben. Aber. Ist Minish. Hier ist eine Truhe, das weiß ich. Oh. Mit oder ohne Rupees? Ja, ich glaube ohne Rupees. Okay, dann gucken wir mal nach. Oh, Glücksfragment, ja! Glücksfragment. Eins. Ich würde sagen, da brauchen wir, müssen wir uns vier teilen können. Ja. Da kommen wir später wieder. Oh. Kann man die Ameisen umdrehen? Nice try. Nein, ignoriere die. Ist nicht wichtig. Ach, du bist mir nicht wichtig. Schrecklich. Hui. So, aber jetzt können wir einmal. Oh, schade. Ist jetzt die Frage, wo es. Ah ja, da. Zack. Und dann da hoch. Geht's das Minish. Minish knacken. Knacken, knacken. Genau, knacken. Nanu, du bist ja in Windeseile hergelangt. Alle Achtung. Okay. Alles klar. Okay. Ja. Und dann öffne mal die Truhe, das sind bestimmt Rubine. Ja, die guten Rubies. Ja. Oh, Fragment. Ja, yeah, plus eins. Verdammt, Mann, das hätten meine sein können. Das sind meine Fragmente. gucken, was sich sonst noch so verändert hat. Ja. Vielleicht können wir jetzt nämlich einer der anderen beiden noch ein neues Mietshaus irgendwie andrehen. Mhm. Vielleicht kannst du mit den Ladies nochmal Fragmente vereinen. Mietshaus. Oh, du kannst jetzt die Tür öffnen im Dingensbummens. Dingensbummens, ja. Dann geh mal da rein. Ach, zu anzünden, ne? Ja, genau. Zu zweit kommt einfach keine Stimmung auf. Oh. Was? Ich würde auch gerne alleine wohnen. Die wollen echt beide noch nur wohnen. Ja. Und wir können von dem Lehrmeister im Dunkeln lernen. Ich glaube, das ist es, oder? Stimmt, das auch, ja. Bam! Einmal das. Nein, du musst beide anmachen. Ach, da ist noch eine. Ja. Ich bin blind. Sehr gut. Also nicht, dass du blind bist. Yeah! Glücksfragment erhalten. Wo war der Lehrmeister im Dunkeln nochmal? Der war oben bei... Entweder vorm Schloss oder einen davor, also über der Stadt. Ah, Ja, sonst gehen wir da jetzt doch mal hin, oder? Ja, dann bis gleich. Turbo-Modus! Ups, ich hab die Welt angezündet. Das ist das, was du am besten kannst. Ich erinnere mich an die Minecraft-Welt. Geh mal nach rechts, oder? Was? Es gibt keine Minecraft-Welt, die ich jemals abgefackelt habe. Ja. Hier mal. Der hatte so ein Tunnel-Ding, ne? Eben. Ups. Ups, sagt er. War das hier? Nein. Das sind die Droppen. Mach mal bitte die Karte auf. Okay. Ach, stimmt, da sind die markiert, ne? Die Dinger. Ich glaube. Zoomen. Da ist er nicht. Dann ist er bestimmt da um. Nein, da ist er auch nicht. Wo hat er denn? Ah! Oh. Nein. Leute, drücke er nochmal bitte plus. So. Und jetzt gehen wir auf die Long Farm. Die Long Farm? War der unter der Long Farm? Nein, er war am See, oder? Ach, ich glaube, der war unter der Long Farm. Ah, da, oder? Ja, der war unter der Long Farm. Leute, schreibt in die Kommentare, wo er war. Oder auch nicht, weil wir es gleich eh herausfinden. Hoffentlich. Hoffentlich. Ups, ja, schon wieder was angezündet. Dann mach ihn doch mal aus. Ist ja schon wieder die Laterne an hier. Bei Weber sind die Lampen an. So, rein geht's.
Jäger. Auf zu Maximus. Maximus, mein Freund. Stimmt, ich glaube, er war hier, ne? Ups, ich habe die Longlauffarbe gezündet. Schnell reingehen. Oh Gott, das ist mit der Lampe nicht darunter gehen, oder? Oh, okay, hä? Hä? Ach, das war die Geld. Stimmt. Ups. Magst du bitte nochmal die Karte öffnen? Ja, ja. Ich glaube, er war aber am Hyliasee, oder nicht? Am Hyliasee. Am Telluriawald? Am Telluriawald? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ne, hier ist kein Runtergang. Aber da könnten wir auch was finden. Hä? Aber hier irgendwo? Nee, das sind die Rupees. Hä? Hä? Ich bin gerade überfragt. Da war er auch nicht. War der denn auf der Karte markiert? Nee, ich glaube schon. Ich weiß es gerade nicht, ob er überhaupt auf der Karte stimmt eigentlich. Der war doch kein Fragment, oder? Gucken wir nochmal in der Stadt. Oh, was? Shit. Ja. Da. Kurzes Backtracking. Also, Schloss Inno. Oh, shit. Ja, dann porten wir das Mal. Porten wir das schnell hier weg, hier brennt das. Beziehungsweise brauchst du gar nicht. Nicht? Ach, die ist direkt nebenan, ne? Ich wollte gerade sagen, du kannst einfach durch die Langlong fahren gehen und dann... Es dauert genauso lange, als wenn du dich porten würdest. Entschuldigung, Herr Lonlon. Ich hab deinen Hof angezündet. Wir waren alles abgefangen. Das ist die ganze Zeit. Ups. Weil das einfach nicht ausmacht. Ich hab da so eine Öllaterne in der Hand. So, jetzt hoch. Voll dicke. Nee, hoch. Noch höher. Ja, und jetzt nach links. Jetzt hoch. Und jetzt ins Schloss. Bam. Da nicht lang. Man kann auch einfach mal random gegen den Baum rempeln und ein Glücksfragment bekommen. Hä, macht man das nicht so? Ich hätte so gelacht, wenn noch eins rausgekommen wäre. Boah, doch, hier, genau. Ja, genau, und jetzt nach rechts. Und dann... Oh, Ecke. Und dann... Hier rechts. Sind wir da, aua. Ah, Mann. Mann. Nicht wieder zurückgehen. Mit der geheimen Technik können wir dann bestimmt... Musst du erstmal alles anzünden. Ja, anzünden? Hab ich anzünden gehört? Ja, du hast anzünden gehört. Genau das musst du jetzt tun. Guck mal, Meister, ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Ich hab Dinge angezündet. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Mhm. Hört, so werde ich dich nun die Technik der Strahlenattacke lehren. Wow! Erstens, du musst volle Energie haben. Zweitens, zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Hast du das verstanden? Yes. Das höre ich gern, doch Wissen allein reicht nicht. Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Oh. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, der Marionettenzauber von Meister Maximus. Sieh und staune. 1, 2, 3. Marionette nun sei. Haben wir den gleichen Zauber. Oha, Laser. Geil. Alles ist besser mit Lasern. So, nun versuche es selbst. Alles klar. Die Energieanzeige muss voll sein. Zücke dein Schwert. Nice. Sehr gut. Ah, deswegen ist das Herzteil wahrscheinlich da, falls du keine volle Dingens hast. Ich bereiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Cool, jetzt haben wir noch eine. Strahlenattacke. Aus der Schwertspitze schießen. Strahlen hervor. Funktioniert nur bei voller Energie. Schnack nochmal mit ihm. Vielleicht hat er noch eine für uns. Upp. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Du musst immer weiter trainieren, die Schwertkunst ist dein Lebensstil. Strahlen! Wie viel haben wir jetzt? 4 Stück? Wir haben jetzt 4. Drück mal drauf, damit wir sehen, welche wir haben. Aha! Hier fehlt noch eine. Wahrscheinlich gibt's irgendwo noch einen Dude oder so, der das layert. Der ein bisschen versteckt ist. Ja. Aber guck mal, der hat auch eine andere Farbe jetzt hier. Ja, genau. Ist ja auch Maximus. Der Maximus mit der Strahlenattacke. Ja. Dann war das nicht das, was wir brauchen. Leider. Nee. Laser! Das sind nicht Sprintschuhe. Hm. Ich
zünd euren Garten an, wenn sie mich reinlässt. Sehr gut. Keine Ahnung, sprich nochmal mit denen, ich habe keine Ahnung. Hier, wie wär's mit dem Deal? Ich gebe euch den Laterne, hier, lasst mich rein. Okay. Niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Ist Königshaus, Königsruhen geschrieben. Das ist wichtig. Komisch. Ich dachte auch, man hätte sich über das Wässerchen gut reinschleichen. Keine Ahnung, vielleicht hat der Minisch da was für uns? Vielleicht kennt der Minisch einen geheimen Weg. Ja. Der wohnt doch hier. Der kennt sich aus. Ja, ganz bestimmt. Mr. Minisch-Freund. Momente-Verein? Okay, Besuch. Okay, keine Ahnung. Na gut. Oh. Dann würde ich sagen, zurück in die Stadt und da irgendwie ein paar Sachen machen. Ich habe keinen Plan. Können anderen entwickelt sich da irgendwo was? Braucht sich was zusammen? Ja. Könnten den anderen Schwertmeister-Dude einfach mal fragen. Ja, der hat ja gesagt, nur wenn wir springen können. Ach, stimmt. Ja. Dann kann er uns wieder was lehren. So eine Drop-Down-Attacke mit dem Schwert oder so. Ein Uppercut. Nee. Uppercut ist ja von unten nach oben. Ja, aber beim Springen? Naja, ich meine, du springst hoch und dann nach unten so, bam. Ach so. Vielleicht, so, vielleicht ist da jetzt irgendwas los wieder? Nein, nee. Na gut. Schade. Was macht denn unsere Immobilien-Lady? Frage. Der Talisman in die Flasche? Nee, passt. Wir brauchen keinen. Wir haben zwei Feen, die sind besser. Ah, die kann ich jetzt immer reinkloppen, krass. Scheinbar schon. Ja, Schwertmeister hat auch nix. Was ist das für ein Kaffeehaus? Achso, das ist nur die Dings wieder. Ja, genau. Da sind wir auch noch nicht reingekommen. Gott. Eieiei, schwierig hier. Sprich mal mit ihr. Ja, willkommen. Ach, sie bietet ja Longlong-Milch. Oder Rubine für eine Flasche, ey. Hey, sorry. Nein, danke. Achso. Wir sind gerade nicht so auf dem Milch drin. Oh, sprich mal mit ihm. Das nächste Haus baue ich hier. Ach, der baut immer. Jetzt geh mal zu den Handwerkern unten. Aha, meinst du, die haben da was zu tun? Ach, Hund. Warum haben die den da hingesetzt? Das nervt ja völlig. Hast du einen Auftrag für einen erfahrenen Handwerker wie mich? Theoretisch ja. Dann halt nicht. Okay. Bin ich nochmal mit dem Forscher? Au. Du bist der Forscher. Okay. Ja. Oh, Glash. Aber wir können ja jetzt schwimmen. Dann können wir nochmal ein bisschen Schwimmzeug erforschen. Ja. Ich erinnere mich nur nicht mehr daran, ob noch wichtiges Schwimmzeug war. Ich auch nicht. Die Stellen waren überall, als man noch nicht schwimmen konnte, dachte man sich so, da können wir ins Wasser gehen. Aber ich glaube, im Wald gab es ein paar Stellen, wo Schwimmen wichtig war. Oh, hier drinnen ist Schwimmen wichtig. Geh mal hier runter. Ah ja, hier Brunnen. Wir können unterirdisch rein. Ja. Apropos, Stellen, die Schwimmen wichtig ist. Aha! Oh shit. Perfekt. 100, immer gut. 100 Rubine in den Außenguss. Zack. Ja, was ist denn hier ein Loch? Kann man auf die Ränder hochfliegen? Ich glaube nicht. Nicht? Nehmen wir mal raus, oder? Puh. Ne. Das bringt aber gar nichts. Hier ist eine Pfütze. Ja, dann braucht man halt auch eine Verdreifachung. Jetzt kommt man da nicht hin. Ah, verdammt. Oh, zieh's zurück. Das kann man ziehen? Ja. Boah. Nur nicht nochmal. Oh nein. Verdammt. Dafür ist das Loch, damit da das Dingens rein kann. Das Dingens? Achso, ja. Mhm. Die Truhe da. Ja. Also, damit die Truhe da unten rein kann in das Loch. Die muss man dann durchziehen. Ja, richtig. Da muss man voll durchziehen.
voll durchziehen. Aber wo kommen wir denn da rechts rein? Vielleicht geht's hier hoch ins Schloss. Ja, da brauchst du, musst du aber trotzdem verdreifachen. Ach, ja, das kriegen wir auch nicht hin. Ach, verdammt. Ja. Schwierig. Wie kommen wir da? Da kommen wir nicht hin, ne? Nee. Ja, da brauchen wir auch dreimal. Also wir müssen auf jeden Fall ins Schloss. Das ja, aber wie kommen wir ins Schloss? Sagen ja die Leute alle. Heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Ach ja, hier war das. Ups. Ups. Wir haben locker irgendwas übersehen. Ja. So, wir forschen mal ein bisschen und wenn wir was Interessantes haben, kommen wir zurück. Bis gleich. Bis gleich. Oh, hallo Rakete, nur noch ein Element fehlt. Da fällt mir ein. Weißt du, dass im Osten des Schlosses das Teil der Königsfamilie ist? Okay. Das ist aber im Westen. Früher gelangte man über die Hochebene von Wele dorthin. Aha. Doch jetzt gelangt man nur über einen geheimen Weg dorthin. Ich glaube, er liegt im Westen der nördlichen Ebene von Hyrule. Was? Westen der nördlichen Ebene von Hyrule, okay. Ja, dann gucken wir doch da mal hin, oder? Wo ist denn die nördliche Ebene von Hyrule? Die nördliche Ebene von Hyrule. Achso, da brauchen wir, müssen wir wieder drei sein, den haben wir ja gefunden. Ah, ach, das ist der Weg. Ja, genau. Ja, aber... Wir müssen ja vorher das Element irgendwie bringen. Ha, hat uns also nicht weitergebracht. Kommt man als Normalgroßer da jetzt hin? Oder ist das immer noch verschlossen? Ach, die laufen jetzt hier rum. Die stehen gar nicht mehr am Eingang, oder? Ja, du musst wieder da durch. Doch. Da schon, aber unten nicht, glaube ich. Ach, dann ist das so ein Schleichrätsel wieder. Ja, vermutlich. Lol. Ja, der ist offen jetzt. Wow. Oh. Gott, sind wir blind. Naja, ohne das zu wissen, ist es irgendwie schwierig, darauf zu kommen. Ja, wenn man es nicht sieht. Gut, dann wir haben mal dadurch, dich da durchzuschleichen. Also wir haben einen Hinweis. Ein Hinweis. Und zwar ist scheinbar eine Wache hier faul geworden und hat einfach ihren Posten verlassen. Aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt können wir da durchschleichen. Also dann schleich dich mal da durch. Ja, ich nehme aber noch meine Turboschuhe mit, falls ich irgendwo schnell in Deckung muss. Hey, hey, hier ist kein Zutritt. Hä? War doch schon um die Ecke. Ich weiß gar nicht, darf ich hier niemanden durchlassen? Ja, und schießt also, da nicht mehr rein. Nach Hause. Hey. Fantastisch. Stark, oder? Ich glaube, so wird das nichts. Sieht mich da nie im Leben. Ja, er sieht dich da nie im Leben, klaro. Aber du kannst direkt hinter denen laufen, boah, krass. Ja. Hui. Hm. Ah, wenn er hinten in die Ecke geht, dann kann ich einfach so lang hier. Ja. Vorsicht. Hätte ich fast gesehen. Aber nur fast. Ja, ja. Der andere gut da. Ah, okay. Der sieht dich dann natürlich. Ich war mir gerade nicht sicher, wo er war. Also, geh nach. So, haust rein. Geil, das ist doch schon nicht schlecht, ey. Das ist mir zu lahm, der Typ. Lalala. Gott, die sind doch richtig dumm. Willst du da erstmal da rechts reingehen? Ah ja, ja, ne? Soll ich ordentlich Rubine einkasten? Oh, noch eine Feenquelle. Noch eine Feenquelle. Ist klar, denn du musst da links die Büsche kaputt machen. Ja, die Busch. Mich würde jetzt einfach interessieren, was passiert, wenn du da den Typen von hinten anquatscht. So, ja, das war das große Geheimnis hier. Ja. Schlange! Snake. Oh, ach so, oh. Dass das passiert, war doch klar, oder?
Findest du? Wenn du da drauf läufst, ja. Irgendwie war das klar, oder? Brüchiger Boden? Aha. Das ist doch ein Fliegengewicht der Rakete. Wie wiegt so eine Rakete schon, ne? Ja, vor 1000 Tonnen. Oh, guck mal, Schloss Hyrule sind jetzt hier auch Massen, die man ausweichen muss. Nee, du kannst jetzt da direkt rein und dann... Folgt mir den Fall. Gut, wir haben es gefunden. Wow. Alter. Das war echt anstrengend. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass die Wache ihren Posten verlässt und man deswegen da unten durchschleichen kann. Richtig. Hui. Muss es da reinstecken. Schwert reinstecken. Ablegen. Da ist der Tropfen. Da ist der Tropfen. Steht da Tropfen, höhlt den Stein. Oh ja. Gut. Boah, es ist blau. Geil. Oh. Neat. Dreifach. Das Tropfenelement wurde übertragen. Oh oh, es wurde übertragen. Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt dreiteilen. Geil. Nice. Ja, musst du unten machen. Ja. Dreifacher. Dreifache Rakete. Bing. Bing. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch zum alten König und dann... Ja, der alte Sack-König. Hui, Schwert voran. Na, was sagen die Typen jetzt, wenn die einfach aus dem Haupteingang rausgestratzt kommen? Das ist ja schon ziemlich lustig. Der ist da nicht, du musst erst nach oben. Ach ja. Alter, nimm einfach den Nebenausgang, scheißegal. Ach, oh, jetzt bin ich hier. Egal. Dann lassen wir uns schnell wieder rausschmeißen. Du kannst auf jeden Fall den einen Typen nur von hinten anquatschen und sagen, hey! Du darfst hier nicht reingehen. Okay. Huch. Warum machst du da? Das war aussehen. Moin! Hey, hier ist kein Zutritt. Ach so. Na gut. Dann gehe ich wieder. Dann gehe ich nach Hause. Gut, okay, kein Problem. Ich darf ja nicht da reingehen. Ja. So, nördliche Ebene von Hyrule. Jetzt können wir den geheimen Weg nutzen. Genau, jetzt nach links, dann nach unten. Ja. Dann dreifachen und... Genau, einmal dreiteilen bitte. Ganz leger dreiteilen. Flup, flup, flup. Perfekt. Schiebung. Nice. Weiter geht's. Und jetzt nach oben. Mal alles abmetzen. Ja. Oh, oh, Fragmente. Boah. Alter. Alter. Ja, wir können bald wirklich einfach spammen. Einfach spammen. Teil der Königsfamilie. Na, Rakete? Ziemlich finster, nicht? Okay, ich weiß nicht, warum dich das freut, aber... Ziemlich gruselig, oder? Was? Du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Lustig. Gut, gehen wir. Alles klar. Gespenst. Ich hau dich. Boom. Kaputt, Junge. Oh, was? Oh, was? Ja, muss ein bisschen aufpassen hier. Was, 100 Rupien? Oh, okay. Warte, oh, die Karte hier an. Da. Eieieiei, das hier wohl gut. Du musst jetzt hier so ein bisschen nach links und dann so ein bisschen nach oben. Schleckgespenst! Nein! Schleck mich! Nebulak! Nebulak! Alter, ist der Rabe wieder. Was so aus? Oh, und der gibt einen Rubin. Lampe? Lampe. Am besten einmal anmachen. Laterne! Hätte ich gerne auf meiner Rakete. Ja, bitte was? Oben. Oben. Danke, okay. Dann geh mal nach oben. Dann geh mal nach oben. Ist das gruselig. Links. Ach so. Okay. Alles klar. So ein Urwald. Ja. Du lässt dich ja jedes Mal erwischen. Ah, leck mich doch. Hat er doch gemacht. Wie vorher, links. Ich war gerade so. Das können die doch nicht machen, Alter. Jetzt hab ich zu schlecken. Ich bin noch keine Eiskugel. Nein? Wie am Anfang, oben. Gut, du bist für diese Rätsel zuständig. Ach so, ja. Leck mich! Hat er doch gemacht! Rechts. Wie eben. Nein! Geh weg! Ich bin nicht abgeleckt. Wie auf dem vorletzten Schild. Oben. Was? Ich vertraue dir.
Was denn? Das war jetzt nicht so besonders schwer. Oben, links, oben, rechts, oben. Kann sich auch kein Mensch merken hier. Ich bin also kein Mensch, ja. Du bist eine Rakete. Die Rakete schlechthin, nicht? Oha. Oha, brauchst du einen Schlüssel für? Oha. Ah, nein, der Friedhof ist abgeschlossen. Wo soll ich denn jetzt mein Ritual machen? Was? Aber ich glaube, wie wir das anstellen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn Weber das nächste Mal weitermacht. Ja, dann bin ich endlich wieder. Also, mal wieder. Genau, dann verpasst das nicht. Deswegen lasst ein Abo da, drückt die Glocke. Genau, und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.